Schnell vorne hin hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Es ist ja bald Ostern. Und deswegen testen wir Ostergeschenke. Im Video vorher hier Pflanzensamen. Quasi, wie heißt das, eine Samenbombe oder so? Ja. Und Rico hat keine Kinder. Und deswegen testen wir was für keine Kinder. Ist auch sehr günstig und ja, wir ist Ostern. Braucht man bloß eine Kleinigkeit verschenken, finde ich. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist doch bestimmt so was. Das kann man das Pferd dann selbstständig, oder? Ja, zum Aufziehen würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Hier, so sieht das Ganze aus. Ein Hase, der auf eine Karotte reitet. Das ist ja wie Münchhausen, bloß mit der. Bloß keine. Der ist schon erst für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Ja, geht schon ab, ne? Ganz einfach. Ist aus Plastik. Ja, die Verarbeitung geht schon in Ordnung. Der Hase, der dreht sich hier so ein bisschen. Bei Kindern ist ja mal ganz wichtig, ob die auch wirklich nicht. Ob die auch wirklich ein bisschen was halten. Made in China. Made in China, ja. Also kommt ja fast alles schon aus China. Ja. Ja gut, das ist eine spaßige Sache. Ich werde das mal, Kinder können das ja mal testen. Genau. Oder erst zu Ostern. Erst zu Ostern natürlich. Ja, na, wir machen noch ein Video, wo wir das alle getestet haben. Also hier das hier reinstecken und hier kicken wir deine Kinder zusammen. Und dann ja, ansonsten, ja, eins haben wir ja noch. Schon mal ganz in Ordnung. Von backeross.de übrigens, ja, Fun Toys. Baker Ross. Also, Backeross. Vorfazit kann man eigentlich sagen, ja gut, Durchschnitt. Da kann man nicht viel von erwarten, war ja auch dementsprechend günstig. Ja. Gut. Ansonsten gibt es da den Link in der Beschreibung. Und klar, ist da ein Link in der Beschreibung. Ja. Immer. Zu dem und natürlich auch zu dem und hier zu dem gibt es dann auch. Also, wenn ihr Verwandtschaft, Bekanntschaft habt mit Kindern und ihr sucht was anderes außer Schokolade oder so, ja, dann ist das eine Überlegung wert. Genau. Erwartet nicht zu viel. Ne? Nee. Aber von daher, wenn es sagt, ja, ist preiswert. Genau. Ihr könnt ja mal in den Kommentar mal reinschreiben, was ihr so an Ostern verschenkt. Das würde mich mal interessieren. Ist ja jedes Jahr mal ein bisschen schwierig. Oh, was könnte ich denn schenken? Ja, und hast du nicht gesehen. Und das wäre cool. Macht's mal. Ja, bis zum nächsten Video. Ein Ostergeschenk haben wir noch. Also würde ich sagen, bis demnächst. Ja. Haut rein. Bis demnächst.